So, hallo Freunde, damit herzlich willkommen zu einem, diesmal ist das keine Jagd, sondern ein kleiner Waffenguide, den ich für Anfänger mache. Und zwar geht es darum, wir haben ja hier oben diese EMS, wie man diese kauft, wie man zum Beispiel Member wird, welche Waffen für den Anfang in Ordnung sind und auf welches Bild man da gehen sollte. Und dazu habe ich jetzt hier mal den Launcher geöffnet. Wenn du noch kein, also wenn du noch kein Member bist von The Hunter, dann empfehle ich dir hier dieses Upgrade zu machen. Da kostet dich das für drei Monate 9,99 $. Das sind umgerechnet ungefähr 7 Euro noch was. Und hier sind dann, ich glaube, etwas unter 14 Euro oder so für 6 Monate. So. Und dann gibt es hier diese Starter-Bundles. Diese Starter-Bundles haben zwei extra Waffen drin. Wir haben hier einmal die 12er Pump Shotgun, Action Shotgun und einen Revolver. Und hier in dem für 31,99 $ haben wir noch zwei weitere Waffen drin. Außerdem sind hier unten noch ein paar mehr Items dabei. Aber dieser Guide beschäftigt sich nur um diese Waffen hier. Dazu ist zu sagen, dass anfangs müsstest du, also wenn du noch kein Member bist, kennst du ja nur Maultierische Jagd. Und dazu bekommst du hier diese 243er Bolt Action Rifle. Moment, kann ich hier irgendwie auf Deutsch umstellen, weil wir sind ja alle Deutsche, ne? Ne, das ist Game Settings, da wollte ich nicht hin. Hoppala. Entschuldigung, hier muss ich mal gerade. Language hier. Stimme die auf Deutsch. Ah, da. Ja gut, Repetierbüchse heißt das. Davon habe ich jetzt zwei Stück, warum weiß ich auch nicht. Mit dieser Waffe kann man auf Kojoten, Maultierhirsche, Rehe, Rotfüchse, Schwarzwildhirsche und Weißwildhirsche schießen. Diese Waffe reicht für den Anfang. Mit einem Scope dabei und Munition kriegt man als normaler Spieler, ohne dass man sagen Sie mal, sag mal schnell. Ohne dass man Member ist, bekommt man diese Waffe. Und auch als Member bekommt man auch diese Waffe. Man kann sich zwar als Nicht-Member auch diese Waffen kaufen, aber davon rate ich ab, weil man kann halt dann nur diese eine Tierart jagen. Wenn du mal ausprobieren willst, wie es auf andere Jagden geht, dann gibt es hier unten unter Lizenzen, kann man sich für einen Tag eine Truthahn-Lizenz kaufen. Oder halt hier noch andere Lizenzen. So, wenn du jetzt die Waffe, also dieses Paket gekauft hast, dann besitzt du eine Handfeuerwaffe. Ich meine, das war die hier. Die hier. Da bekommst du diesen Bogen hier. Und du bekommst diese Schrotflinte. So, mit dieser Schrotflinte kann man verschiedene Munitionen laden. Hier steht erklärt, auf was man schießen darf mit dieser Munition. Man darf mit diesem, man kann, man darf mit diesem Gewehr auf andere. Also man darf theoretisch auf alles schießen, außer glaube ich auf Kaninchen. Wenn ich's. Wo haben wir es? Waldkaninchen. Doch, man darf auf Waldkaninchen auch schießen. Wenn du diese Waffe hast, dann musst du ziemlich nah an das Wild rangehen, weil diese Waffe hat keine enorme Weite oder Distanz, worauf geschossen werden kann. Deswegen würde ich dir empfehlen, zuerst mal ein Gewehr zu kaufen. Man muss nicht sofort hier die teuerste kaufen oder hier die teuerste. Das heißt nicht immer, dass die Gewehre gut sind. Die Gewehre haben zwar eine enorme Durchschlagskraft, sind aber für den Anfang eigentlich zu teuer. Beziehungsweise, ja, wie soll ich das erklären? Man kann klein anfangen, sagen wir es so. Ich habe sie zwar und man kann, es macht Spaß mit ihr zu schießen, aber sie ist halt sehr laut und so, ne? Dann haben wir hier einmal die Repetierbüchse Punkt 223. Die ist für kleineres Wild ausgelegt. Also heißt, wir dürfen damit auf Kojoten, auf Rehe, auf Rotfüchse und auf Truthähne schießen. So, mit dem richtigen Zielfernrohr und der richtigen Munition ist das alles kein Problem. Jetzt haben wir aber, wir wollen aber ja auf größere Tiere schießen. Also ich empfehle für die ersten zwei Jagden kann man
Hier mit der normalen mal spielen. Aber ich glaube, davon da, ja, davon darf, damit darf man nicht auf Elche schießen. So. Und ich finde, auf Elche schießen ist eigentlich am einfachsten. Weil die Tiere, die sind ziemlich, ja, wie soll ich sagen, zutraulich. Weil diese Tiere ja in Wirklichkeit keinen großen Feind haben in ihrer Umgebung. Deswegen würde ich, bevor ich die Elchjagd anfange, dieses Gewehr empfehlen. Die 300er Repetierbüchse. Die hat eine ziemlich starke Durchschlagskraft. Ein Zielfernrohr, damit darf man auf Elche schießen. Und die Munition dazu. Ich werde euch dieses Gewehr auch einmal in einem Tutorial, in einem Let's Play zeigen. Ich werde das Video dann hier unten verlinken und werde euch dann Bescheid und damit ihr dann euch das Gewehr mal angucken könnt. Gut, ja. So, und jetzt hier nochmal zu dem EMS. Wie kauft man denn EMS? EMS kauft man eigentlich ganz einfach. Man kann hier oben auf EMS kaufen klicken. Jetzt kann man sich hier aussuchen, was möchte man kaufen. Was kaufe ich denn mal? Ich werde mir jetzt hier die 2000 EMS kaufen. Man kann sich dann überlegen, womit man bezahlen möchte. Man Visa bezahlen, Mastercard, PayPal, Paysafecard, Sofortüberweisung. Das weiß ich nicht, was ist. Ich habe ein PayPal-Konto, deswegen bezahle ich mit PayPal. Und 18 Dollar umgerechnet sind nach 14 Euro oder so. Okay. Ich mache das jetzt gerade und dann melde ich mich wieder. So, und damit herzlich willkommen zurück. Und ihr seht jetzt hier oben habe ich die 2500, fast 2500 EMS gekauft. Nun könnt ihr hier im Store euch die Waffe kaufen. Ihr braucht dazu nur hier auf das Gewehr klicken und hier auf Buy klicken. Das brauche ich jetzt nicht, weil ich habe schon eins. Also brauche ich das hier nicht nochmal zu kaufen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Da werde ich dieses Gewehr ausprobieren. Ich werde das Video, wie gesagt, verlinken und dann könnt ihr euch das gerne angucken. Bis später dann.